Hallo und einen wunderschönen. Heute mache ich mal einen wunderbaren Vergleich. Ich habe heute eine Festplatte gefunden, wo uralte Daten drauf waren. Auch, oh Gott, doch, aus Asbach-Geschichte, schon 10 Jahre alt. Die Festplatte ist auch schon so alt, dass sie noch geht, ist überhaupt ein Wunder. Ich habe die Daten gleich gesichert. Aber auf was ich wirklich jetzt hier hinzukommen möchte. Falls du Gefängnis und Arbeit einmal verwechseln solltest, so helfen dir vielleicht die nachstehenden Vergleiche. Jep, die beiden auseinanderhalten. Wollen wir da mal anfangen, wa? So, Gefängnis. Ihr könnt ja auch selber lesen, du verbringst die meiste Zeit in einer 2 bis 3 Meter Zelle. Im Büro sind es 2 mal 2 Meter Platz. Das Gefängnis. Du bekommst 3 Mahlzeiten pro Tag geschenkt. Im Büro, du bekommst nur eine Pause für eine winzige Mahlzeit und musst auch noch dafür bezahlen. Oh Gottes Willen. Das Gefängnis. Bei guten Betragen bekommst du Urlaub. Und im Büro, sowie auch in anderer Arbeit, bei guten Betragen wirst du mit mehr Arbeit belohnt. Deswegen arbeiten viele schlecht, damit sie auch ja nicht so viel arbeiten müssen. Schlauer Schachzug. Gefängnis. Der Wächter schließt und öffnet die Türen für dich. Oh Gott, du musst deine ID tragen und alle Türen selbst öffnen. Oh Mann, ist das ein Vergleich. Das Gefängnis. Du kannst Fernsehen und Spiele spielen. Im Büro. Du wirst sofort gekündigt, wenn du fernsehst und Spiele spielst. Das Gefängnis. Du hast deine eigene Toilette und im Büro musst du die teilen. Im Büro, im Gefängnis. Freunde und Verwandte dürfen dich besuchen. Ja, zwei, dreimal im Monat. Im Büro, du darfst nicht einmal mit deiner Familie reden. Gefängnis. Es ist alles durch Steuergelder bezahlt und du brauchst nicht einmal dafür arbeiten. Und im Büro. Du musst für die Spesen selbst aufkommen und dann zieht man dir vom Lohn noch Steuern ab, um für die Gefangenen zu zahlen. Gefängnis, du hast dort ein Wachpersonal im Büro, hier nennt man das Manager. Ja, das war's mit dieser kleinen Vergleichsart zwischen Gefängnis und Büro. Also, ich finde es irgendwie lustig. Macht Spaß, das zu sehen aus meiner alten Fundgrube. Ja, ihr könnt ja auch mal PowerPoint-Präsentationen fertigstellen und die einfach mal veröffentlichen. Ich verabschiede mich mal. Bis dann.